Haben Sie auch Probleme mit Ihrer Anatomie? Gar kein Problem! Woo! Dieses Bild soll eine anatomische Skizze sein. Shakira, Shakira! Hier wurde viel geschummelt. Aber dafür bin ich ja da. Und zwar habe ich dieses Bild schon übermalt. So, okay, ich habe ein ganzes Video schon gedreht, wo ich dieses Bild übermalt habe. Das Vorher und das Nachher. Und ich war extrem unzufrieden wegen der Anatomie. Das hier ist anatomisch halt einfach nicht korrekt. Also, was machen wir? Wir machen Folgendes. Ich bringe euch jetzt einen Zaubertrick bei. Denn ich bin ein Magier. Ihr fokussiert eure Zeichnung und spricht dann die Worte Skeletus Zeichticus. Und dann passiert Folgendes. Da, wo ihr mit euren Augen hinguckt, wird das Bild transparent und darunter offenbart sich das Skelett eurer anatomischen Skizze. Leider bringt uns dieser Spruch nicht wirklich viel, wenn wir die Anatomie verbessern wollen. Denn was wir jetzt brauchen, sind simplifizierte Formen. Und diese Simplifizierung kriegen wir mit einem weiteren Zauberspruch hin. Mannequinus. Nein. Abracus. Manicus. Sag mal einen coolen Zauberspruch, Schatz. Strich Mannequin. Aus dem Skelett ziehen wir eine simplifizierte Form. Diese Konstruktionszeichnungen bieten sich sehr an, wenn man halt noch so gar keine Ahnung hat, wie wo irgendwas ist. Der Vorteil an Konstruktionszeichnungen ist, dass wir uns jetzt daran orientieren können, was wir vorher produziert haben und daraus eine anatomische Zeichnung generieren können. Das ist vorher, das ist nachher. Das hier ist komplett geschummelt. Das lasse ich euch nicht durchgehen. Das ist geschummelt. Wir gehen jetzt weiter zum Rendern. Trifft eine Auswahl und dann können wir anfangen zu rendern. Geben ihr ein bisschen Haarfarbe. Vorher, nachher. Jetzt zum Beispiel sieht man schon ziemlich deutlich, hier ist halt echt viel Muskelmasse. Holy shit, die ist ripped. Und jetzt ist es halt super easy, mit einem Softbrush drüber zu gehen und zu sagen, alles klar, das hier ist mir zu muskulös. Ich gehe da mit der gleichen, mit der Hautfarbe nochmal drüber. Und das machen wir überall. Das ist gut gelaufen. Vor allem das Gesicht ist auch gut geworden. Mehr Charakter als das alte. Ja, ist nice. Ist nice. Und jetzt wollen wir das Bild noch interessanter machen. Wie können wir das Bild noch interessanter machen? Farblichen Hintergrund geben zum Beispiel und ein bisschen mit Licht spielen. Machen den Hintergrund hier zum Beispiel lila. Gucken wir, von wo das Licht kommt und geben hier an der Stelle ein bisschen Rimlights. Auch die Schattenseite dürfen wir nicht vergessen. Die bekommt natürlich auch ein bisschen Licht ab. Dann wirkt das Ganze natürlicher. Auch das Gesicht ist betroffen von Rimlights. Vorher, nachher. Wie viel Licht ausmachen kann, das ist insane. Auch wenn wir auf die Values mal gucken, ist das ganze Bild sehr viel spannender, wenn wir den Hintergrund abdunkeln und dann mit Licht spielen. Das Gesicht hat sehr viel mehr Charakter. Das Piercing alleine, oh, und der Eyebrow Cut. Ja, und damit haben wir Hüften, die sich eindeutig besser bewegen als am Anfang. Also ich meine, wow. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen und aus dieser Anatomie-Lehre etwas ausziehen und für euch mitnehmen. Sagt mir gerne, was ich hätte besser machen können und ob vor allem die Zaubersprüche bei euch funktioniert haben. Ansonsten kommt gerne auf meinen Discord-Server, um noch mehr Zaubersprüche zu lernen. Wir sehen uns dann. Haut ihr rein.